So, jetzt wollen wir langsam mal ein bisschen anfangen zu filmen. Heute ist Freitag. Ich bin seit Montag hier am Trainieren. Also ich komme erst jetzt dazu, weil das ist echt Überlebenstraining. Und ich komme auch nur dazu, weil ich eine Fischvergiftung habe. Richtig toll. Ich habe, was war das? Oh, ich habe mit dem Kreislauf richtig Probleme. Tintenfisch, genau, gegessen. Der kommt wohl aus Pattaya, der wird nicht geflogen, sondern gefahren. Und irgendwie über den langen Weg kann es sein, dass es halt ein bisschen schlecht wird. Ja, also ich will jetzt trotzdem mal das Gym insgesamt ein bisschen filmen. Meisterwerk lag. Finn, der ist dreifacher Thailand-Champion, wird beim Training mal ein bisschen, mit dem trainiere ich übrigens auch, damit er mal so einen richtig schönen Eindruck kriegt. Also was ich wirklich sagen kann, ist alles sehr familiär, sehr freundlich hier, die sind super nett. Der Meister selber ist knallhart, gut, ich finde es gut wirklich. Ich habe ein, zwei Tage Hiking gehasst. Also du rennst hier jeden Tag 15 Kilometer bei der Hitze. Heute ist es ausnahmsweise mal nicht so heiß. Ich kann ja mal so ein bisschen hier auch filmen, das ist die Straße. Und du kriegst hier auch nicht viel mit. Also hier ist echt nur Training, Essen, Schlafen. Training, Essen, Schlafen. Alle sehr, sehr nett hier. Richtig schön. Heute ist es ausnahmsweise halt vorhin extrem geregnet. War nicht so heiß. Und die fahren hier auch alle natürlich mit dem Roller. Weil warum brauchst du hier einen dicken BMW? Ist nicht notwendig. Ja, und jetzt hier sozusagen der Eingang. Der Meister selber wohnt mit seiner Familie hier oben. Richtig cool gemacht, finde ich. Und das sozusagen hier drüben, das Gästehaus. Richtig gut. So, jetzt der Meister, ich laufe jetzt mal an ihm vorbei. Er liest gerade Zeitung. Er heißt Ajan Berglerk. Aber das sieht man ja im Endeffekt hier auch an den ganzen Bildern, die hier überall so dranhängen. Richtig schön. Da stören wir natürlich nicht. Da war die Grab. Ja, Berlin. Berlin. Very good. Yes. I film a little bit here. Ja, jetzt hat er so einen Wasserspender für uns geholt. Und hier ist jeden Tag Training. Von früh bis spät. Von früh bis spät. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass extrem Ordnung gehalten wird. Das heißt, nach jedem Training wird hier auch alles sauber gemacht. Latschen ausziehen. Ja, und dann siehst du auch alle möglichen Fahnen, Nationalitäten. Hier war in Deutschland natürlich auch viele Deutsche schon hier gewesen. Und dann Jan selber ist natürlich auch wirklich ein extrem guter Trainer, muss man wirklich sagen. Das mich, also aus meiner Sicht, man merkt das schnell, ob jemand ein guter Trainer ist oder nicht. Er ist knüppelhart. Ich zeig mal hier ein paar von seinen Postern, Bildern, was er alles so hatte. Detlef Thürner aus Deutschland. Ja, da ist das Bild mit mir und ihm zusammen. Ja, das ist, wo er jung war. Ja, richtig krass, wirklich, also boxtechnisch, das ist Wahnsinn. Richtig toll. Ja. Er ist auch im Thailand-Verband hier, hat mit der königlichen Familie auch schon zu tun. Er hat, das ist seine Tochter, einen Sohn hat er noch und ist verheiratet. Alle sehr bodenständig. Familie wird hier absolut groß geschrieben. So, dann gehen wir mal weiter. Das ist im Übrigen der König, in Thailand absolut verboten, irgendwie Witze zu machen. So, und das ist Finn. Mein Freund. Sehr, sehr gut. Den sehen wir nachher beim Training noch. Ja? Ja. Und da oben sozusagen so die Beigaben für die Toten, für Buddha. So richtig versteht das noch nicht. Ich habe ihn zwar versucht, mal zu fragen. Sein Englisch geht, ist relativ gut, aber... naja, wir verstehen uns soweit gut. Seine Frau spricht aber besser Englisch. Ja. Und meine Lieblingsmusik natürlich, das könnte auch mein Radiowecker sein. Also Trainingssession ist ja wirklich top. Wahnsinn. Das ist seine Mutter.
deswegen ist alles sehr familiär. Die kochen hier auch direkt, haben ein Restaurant hinten dran. Ist eigentlich soweit alles organisiert. Man braucht 2-3 Tage, um sich ein bisschen durchzuwursteln, wie das hier so abläuft. Ja, aber ansonsten wirklich tipptopp. Und der Gym ist perfekt. Sehr familiär alles. Ja, jetzt macht der Rekru, das kann man natürlich auch mal so ein bisschen filmen. Sozusagen der traditionelle Tanz für die Ringweiher. Setz mich mal. Bup. Ja. Und alles sehr respektvoll. Weil ich natürlich auch wirklich sehr, sehr schön finde, dass die Thais insgesamt wirklich sehr, sehr bescheiden sind. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und auch die Fighter selber, die sind wirklich knallhart. Also ich kann eine Menge ab, aber ich sag's trotzdem, die sind hier so fit. Das geht gar nicht. Und die sind so bescheiden, so lieb. Also für die ist Muay Thai im Endeffekt auch eine Kunst. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie den Gegner am Ende schwer verletzen will, sondern der Beste im Kampf wird gewinnen. Und so gehen die auch damit um. Aber die kicken knüppelhart. Die Ellenbogen sind knüppelhart. Ich hab sowas noch nicht gesehen, wirklich. Wahnsinn. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn man sich wirklich mit dem Thai-Boxen, mit dem Traditionellen auch beschäftigt, ist halt da sozusagen Ausschau, weil er symbolisiert damit seinen Gegner durch den Tanz, dass er kampfbereit ist. Sehr gut. Very good. Very good. Very good. Ja. So, und später werde ich natürlich das Training auch noch ein bisschen filmen. Wenn Finn kickt, damit man das auch nochmal sieht. Da macht Ajahn dann immer noch so ein bisschen auch ein paar Videos und so. Die Musik läuft immer. Aber nur sozusagen hier oben mit Gästehaus. Da drinnen schlafen wir, das zeige ich euch dann später auch nochmal. Und er ist wirklich sehr respektvoll, auch knallhart. Also Markus oder wer auch immer sich die Videos dann anguckt, ich wünsche mir, dass wir zukünftig auch für die wirklich Wettkampf machen wollen, ein bisschen härter trainieren. Und was ich auch staune, er war wirklich weltweit schon. Ja, also ich kann mal so ein paar Sachen hier noch zeigen. Das ist Thailand. Er hat so, ja, hier schon, warte mal, soll ich jetzt gerade spinnen? War der. Er hat mit Ernesto Host schon trainiert, sehe ich gerade. Da ist Ernesto Host, wer ihn kennt. Das wurde extra für ihn gemalt. Das ist ein sehr, sehr lieber. Was ich auch sehr traurig fand. Ich habe extra für ihn und seine Frau auch ein paar Gastgeschenke mitgenommen und die musste ich in Tegel sozusagen abgeben. Flasche Weißwein deutschen und für ihn Berliner Luft, weil ich dachte, vielleicht freut er sich mal. Ja, warte mal, ich muss mal noch mal gucken, wo die. Also, er selber war 2 Jahre lang Lumpini-Champion, das musst du erstmal sein, 2 Jahre lang Thailand-Champion und Ambassador vom Muay Thai in Thailand selber. Das heißt, irgendwie der Zuständige, denke ich mal. Das ist 2 Minuten von hier entfernt, ein Tempel. Richtig schick. Ich hoffe, dass wir da auch mal filmen dürfen. Gucken wir mal. Ja, und hier war er zum Beispiel auch in, vielleicht kann man das sehen, in Toronto. Ja. Ah, hi. Ich filme gerade ein bisschen. Für Deutschland sozusagen. Film? Ja. Ich habe heute mal Zeit dafür. Ich habe eine Fischvergiftung. Seit gestern Abend liege ich im Bett. Konnte nicht laufen, gar nichts.